Und hallo zu einem neuen Video auf diesem wundervollen Kanal. Und Leute, wir sprechen heute über ein Thema, ne? Das ist ja normal, ne? Es fuckt mich ab, Leute. Ich sag nur eins, wie ihr es im Titel seht, Ehre. Ehre! Und hier ist es ein Trend 2018 geworden, zu allem Ehre. Oh, danke, dass du mir das aufhebst. Ehre! Oh, ich hab einen Pickel auf der Nase, danke, dass du es mir gesagt hast. Ehre! Als ob du das jetzt gemacht hast, du Ehrenloser. Also ein Scheiß. Ich denke, ihr seht, worauf ich hinaus will. Egal, in welcher Verbindung es steht, wird immer dieses Wort Ehre total overused. Also ich meine, ich habe da nichts dagegen. Ich benutze es ab und zu selbst. Aber Leute, das ist genau wie beim Depp damals. Das war am Anfang eine coole Sache, so Dinge. Und da hat jeder mal gedappt und die ganze Scheiße, das war total geil. Aber wenn es dann jeder gemacht hat, zu jeder Zeit war es dann irgendwann... Why are we still here? Und genau so ist es. Egal was passiert oder bei den YouTubern, ist es am schlimmsten. Oh, ja, wir streamen heute, machen bewährten Livestream. Oh, danke für die 2 Euro. Ehrenmann. Ehrenfrau. Ehrentochter. No, God, please, no! No! Sorry Leute, für alle Leute, die dieses Wort mögen oder so, aber ich pack das langsam nicht mehr. Langsam fuckt es mich echt ab, die ganze Zeit dieses Dreckswort zu hören. Mann, allein das Wort Ehre hat etwas mit Stolz und Ruhm zu tun und nicht, dass wenn du jemanden dein Tempo aufhebst, direkt irgend so ein Lulik daneben steht und schreit Ehre! Oder. Stopp! Sonst kriegt der Kack auf die Schnauze. Oder am besten, Leute, am besten sind diese Situationen hier. Klaus? Ja, Meister. Du stinkst nach Scheiße. Just to suffer. Every night. Und genau nach diesem Front gibt's immer einen Lelek, der ganz hinten irgendwo steht und schreit. Ehre! Genommen! Vorhaut! Genommen! Leben! Genommen! Klar ist es, wenn es ein oder zweimal passiert, ganz lustig. Aber mich fuckt es nach einer Zeit einfach extrem ab. Leute, wie ist es eigentlich bei euch? Sagt mir das. Sagt mir mal, wie steht ihr denn dazu, dass jeder am Anfang immer diese Trends feiert? Aber dann, weil sie jeder total overused und hier und da und hier und die ganze Zeit dieses Wort oder dieses Zeichen oder egal was es ist, ist einfach die ganze Zeit overused. Dass es dann einfach totaler Abfuck ist? Also mich fuckt es mittlerweile ab. Sorry, aber mittlerweile kann ich das gar nicht mehr ab. Natürlich zum Beispiel ist es an manchen Stellen angebracht, will ich gar nicht sagen. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, ein YouTuber macht irgendwie eine so Verlosung vor einem krassen Gaming-PC mit Setup und allem. Wenn da jemand Ehrenmann in die Kommentare schreibt, ist es irgendwie voll nice. Aber doch nicht, keine Ahnung, bei den Sachen, wie zum Beispiel jemand hebt dein Taschentuch auf und du schreibst und dann gibt es irgend so einen Lelek, der hinten steht, Ehrenmann. Irre, Mann. Das soll es auch von dem Video gewesen sein. Schreibt mir mal eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare. Haut rein, macht's gut, habt einen schönen Tag und ciao.